ganz gut voran hier. Aber ich glaube, ich muss irgendwann mal eine zweite Stadt bauen, weil es sieht langsam echt mies aus hier. Ja, das ist halt total schade, dass du da wirklich Ich glaube, ich keinen. habe echt zu viel Freiraum gelassen. Schließen. Wieso haben die nicht genug Mitarbeiter? Warum? Ich verstehe das nicht. Aber mir geht es im Let's Play darum, echt mal so eine riesen Region zu bauen und auch mal ein großes Forschungsprojekt und so. Aber wie man auf 150.000 Einwohner kommt, das weiß ich einfach nicht. Tja, das ist das Geheimnis mancher Leute. Genau. Ich habe jetzt 65, fast 66.000, aber mehr kriege ich da einfach nicht zusammen. Sind denn jetzt Leute bei der Uni? Nein, wir stellen Leute ein, steht da. Wahrscheinlich, weil wir nachts haben. Also was ich auf jeden Fall nicht tun werde, wenn ich mir eine zweite Stadt baue, ist so nochmal eine Polizeisirene zu bauen. Polizei. Also meine Ohren, die heulen echt. Ich glaube, ich habe gerade die falsche Straße gebaut. Scheiße. Ja, wunderbar. Ich hau wieder Geld zum Fenster raus, der Arme. Gehen denn jetzt welche zur Uni? Ne, noch nicht. Sind denn welche in dem Wohnheim? Ne. Wie soll Ich ich habe denn Wohnhäuser bauen, du blödes Spiel? Boah, langsam kriege ich Aggression. ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, erklär mir das. Ich habe keine Ahnung, frag mich nicht. Ich frage mich gerade, warum meine Einnahmen so schwach sind. Ich habe 6.000 Einwohner. Ich Wie viele Einnahmen kriegst du denn? 2.000. Ich habe so hohe Gesundheitsausgaben, aber Also ich ich kann habe eine nicht. Ölraffinerie bei mir, ich habe Kohle bei mir, ich habe drei Handelsdepots bei mir, ich habe eine Uni bei mir, ich habe eine Grundschule bei mir, ich habe eine fortgeschrittene Industrie und ich habe 66.000 Einwohner und ich nehme nur 1.386 ein, da stimmt doch irgendwas nicht. Was macht denn bei mir so krassen Kosten? Das Nahverkehrssystem ist bei mir so teuer. Und die Polizei, ey, da müsste ich echt eine riesen Polizeizentrale haben. Ich brauche 75.000 Einwohner, um das hier zu upgraden, aber wie soll ich das machen? Ich habe keine Ahnung. Das ist echt, weiß ich nicht. Haben die Entwickler echt super Arbeit geleistet. Ich finde es einfach blöd, dass man die Stadt erweitern kann. Man kann doch einfach nicht, Ja, dass man zwei Städte zusammenführt, das fände ich auch noch ganz lustig. Ja. Zwei Gebiete. Wir haben nicht genug Mitarbeiter. Ja, ein Alter, dann weiß ich. Bei der Uni geht keiner von mir hin. Hol's aus Polen. Bergbau. Erzbergwerk. Wo kann man das denn hinbauen? Da oben. Habt ihr schon gehabt, da hat er gesagt, da ist kein Erz, obwohl das genau da drauf stand. Oh, jetzt mache ich gerade miese. Juhu. Oh, ich habe 70.000 Einwohner. Warum auf einmal? Wo kommt die auf einmal her? Warum habe ich auf einmal wieder miese? Warte mal, ich zahle mal einen Kredit ab. So, direkt mal 10.000 verprasst. So, jetzt mache ich wieder ein bisschen plus. 70.000, ab 75.000 Einwohner kriege ich ein Upgrade. Mal gucken, ob ich das nur schaffe. Ich muss das Gesundheitskostending runterschrauben, ey, das geht gar nicht. Ich brauche mal ein Krankenhaus, warum ist das so teuer? Verstehe es nicht. Ja. Ich muss jetzt auch mal gucken, was ich brauche. Vielleicht bringt das ja dann einen Fortschritt. Ich brauche erstmal Was noch hat der denn hier? ein größeres Krankenhaus. Große Probleme beim Gesundheitssystem in meiner Stadt. Bleib doch mal stehen! Alter! So. Fühlt sich krank, läuft ins Krankenhaus. Naja. So, jetzt mache ich minus 168 miese. Ich hoffe, das ist jetzt nur, weil ich das Krankenhaus gebaut habe. Muss man die Steuern erhöhen? Gar keinen Sinn. Mörder auf freien Fuß. Und ich brauche mehr Polizei. Echt, du bist jetzt. Warte mal, muss ich vielleicht irgendwo was aktivieren? Eigentlich? Ich schau mal kurz ins Du, Übersichtsmenü. ich weiß es nicht. Tobi, geh mal bitte in die Übersichtkeits. Ja. So, und jetzt geh mal auf dieses. Unten hast du jetzt so Icons, ja? Einmal so, Ja. drück mal auf Arbeiter. Von wo aus geht der Fall bei dir? Arbeiter, Moment. Huch. Alter, ich krieg dieses Großprojekte-Ding nicht weg. Hallo? Achso, okay. So, wo steht der Arbeiter? Ja, unten, da sind doch dann die so, Ach, diese Icons meinst du? genau. Ladenbesucher und Arbeiter? Da ist bei mir kein Pfeil. Nee, so, guck auf die Gebietskarte. Geht der Fall von dir zu mir? Da ist gar kein Pfeil. Okay.
Kannst du denn irgendwas ausprobieren? Kannst du irgendwas kaufen bei mir oder so? Nur mal so aus Interesse. Kleinen Moment. Krankenwagen könnte ich mir holen, ja. Okay. Oder? Warte mal. Ja doch, Krankenwagen kann ich holen. Feuerwehr könnte ich holen, Müllwagen könnte ich holen. Ich könnte mir Abwasserkapazitäten kaufen. Würde ich dir nie empfehlen. Das Schmutzwasser kannst du behalten. Also wenn ich 1 Million zusammen habe, dann kann ich mein erstes Großprojekt bauen. Aber wie soll ich 1 Million zusammenkriegen? Ich habe ja nicht mal... Ich glaube, das wird doch schon von allen dann genommen, oder nicht? Ja? Ja, ich glaube schon. Ja, da sitzen wir noch Jahre dran. Boah, mein Hafen ist gerade so viel Betrieb, ey. Krass. Ich glaube, das geht von jedem, oder? 2000 Tonnen Metall. Warte mal, ich überlege gerade, wenn ich einen großen Busbahnhof gebaut habe, jetzt habe ich wieder 68.000 Einwohner nur. Woran hapert es jetzt wieder? Oh. So, was brauchen wir denn noch hier? Mit dem Hafen, das hat sich auch irgendwie gar nicht gelohnt. Das kommt noch, oder? Nach einer Zeit. Sims in Wartestellung. Null. Ja. Kreuzfahrt-Anlegeplatz. Das ist der Hammer. Ich habe ja einen Wu-Turm. Ach, jetzt habe ich die Sicherheitsabteilung bekommen. Ja, super, dafür habe ich gerade eine Polizei. Warte mal, dann reise ich mal die Polizei. Hast du die gerade selber gebaut? Oder nee, die habe ich jetzt erst bekommen. Von mir, so. Ah ja, okay. Also könnte ich jetzt theoretisch gesehen auch, was hast du denn gebaut? Ich habe, kann ich jetzt sofort sagen, eine Bildungsabteilung und, ja, was habe ich denn noch gebaut? Warte mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz was sagen. Tatsächlich, ich kann auch alles bauen hier. Allgemeine Hochschule und Universität und sowas kann ich alles bauen. Aber das ist nicht schlecht. Boah, das Krankenhaus kostet 120.000, ey, wie soll ich das denn bezahlen? Das Kackenhaus? Das Kackenhaus. Die Stadt braucht Strom. Oh. So langsam geht's auch mit dem Geld aufwärts. Ich glaube, ich lasse die Stadt jetzt erstmal parallel dabei und fange mal mit nebenbei eine andere Stadt an, weil hier kann ich jetzt gerade echt nichts mehr machen. Da muss dann aus der Region raus, ne? Da muss ich, nee. Ich gehe einfach in ein anderes Gebiet, ein benachbartes Gebiet. Ach so. Da muss ich mal die User fragen, wie soll ich auf 150.000 Einwohner kommen? Wenn das jemand weiß, bitte mal gerne in die Kommentare schreiben. Dann machen wir die Stadt weiter, die gefällt mir nämlich sehr und die will ich einfach nicht so schnell aufgeben. Aber mir sind gerade echt die Hände gebunden und bevor ich jetzt in dieser Folge hier rumpopel... Oh, bei der Universität sind aber jetzt ein paar Leute, das ist gut. Aber da kostet ein, irgendwas forschen lassen, kostet da mal eben 200.000, Alter. Boah. Das ist schon ordentlich. So, dann gehen wir mal kurz ins Übersichtskeitsmenü. Boah, dann kann ich mir jetzt erstmal kurz mich vor dieser schrecklichen Sirene... Mörder aus Mafuyuhausen auf freiem Fuß, oh nein! Ich bin überall! Ach, ich sollte ja meine Stadt noch umnennen, Alter. Jetzt habe ich die Kommentare gar nicht im Kopf. Haben wir hier eine Gegend, wo hier viel Öl ist. Guck mal, hier geht's so durch die Gegend. Ach, hier ist sogar eine Zugverbindung. Dann werde ich mir diesen... Ich bin jetzt hinter dem Hügel, habe ich die Gegend jetzt beansprucht. Wolbuk heißt die Gegend. Über 7 Berge fahren wir. So sieht's aus. Boah, jetzt habe ich aber ein Gebiet mit viel Wasser. Könnte ich mir praktisch Köln nachbauen. So, bevor ich jetzt mal hier richtig loslege, mache ich erstmal... So, meine Stadt hat einen Namen. Wie denn? Hör mal, Do und dann Under, also Down Under quasi. Geil. Mir hat einer in den Kommentaren geschrieben, ich soll meine Stadt Hör mal, Do nennen. Ich weiß aber nicht, wer das war. Ja? Normal ist das ja ein Insider von uns, oder? Hör mal, Do? Genau, Hör mal, Do ist ein Insider. Das ist unfassbar. Geheime Quellen, Tobi. Hast du wieder geplaudert, hm? Ich plauder immer. Ich bin ein Plauderkerl. So. Meine Einwohnerzahl geht runter, warum? Weil dich mag keiner. Warum? Weil man spricht immer schlecht über dich. Aber warum? Weil man hat gesagt, du müffelst. Nein. Doch. Also, dass mich jemand mit du anspricht, ne, das ist schon hart. So, ich baue mal ein paar Parks hier, komm. Das ist gut. Ah, da freuen sich die Kinder. Ah. Na, kommt der Hasenmann. Was hast du gesagt? So. Was ist denn der Hasenmann? Erklär mal. Ja, von dieser, Ja? Von dieser Missbrauchswerbung. Ja, komm, ich zeig den echten Hasen. Ach so, ich dachte, man ist jemand anderes. Nein. Nicht dein An was dachtest du denn? An deinen Vater?
So, ich baue jetzt, ey, hätte ich jetzt 145.000, hätte ich erstmal ein fettes Atomkraftwerk gebaut für die ganze Umgebung. Das hättest du dann in die Luft gesprengt, oder was? Nee, ich gucke jetzt mal, ich nehme jetzt mal einen Kredit auf. Kann ich mir jetzt direkt einen 100.000er? Ich nehme mir direkt mal drei Kredite mit 100.000 auf. Ich mache jetzt einfach mal voll den Scheiß hier. Ich nehme jetzt minus 2.000 pro Stunde ein, aber ich baue mir jetzt ein Kernkraftwerk. Spam doch mal deine ganze Kohle, die du jetzt bei der anderen Stadt hast, rüber zu der neuen. Ja, ja, auf jeden Fall. Würde doch gehen, oder nicht? Das weiß ich gar nicht. So, was brauchen wir denn noch hier? So, mein Kernkraftwerk wird jetzt gleich errichtet. Strom. Also dann sollen die nur mal sagen, die brauchen Strom. Können wir Alter, denn? Mein Gewerbe geht voll den Bach runter gerade. So, ich habe jetzt ein Kernkraftwerk. Wo, in deiner alten Stadt? Ne, in der neuen. Hast du gleich ein Kernkraftwerk gebaut? Und dann baue ich reise ich in der alten Stadt alles Strom ab und exportiere das von der neuen Stadt in die alten. Ja, ich habe ein Kernkraftwerk jetzt. Das kostet 145.000. Ja, so viel Geld. Ich habe mir drei Kredite aufgenommen. Jeweils 100.000, also ich bin jetzt erstmal arm. Ich löse auch mal meine Kredite ab hier, dann habe ich das schon mal weniger in der Stunde. So. Oh nein, meine Straßen sind verstopft. So, jetzt habe ich auch noch ein großes Wasserwerk. Mit Pumpstation direkt, siehst du? Pumpstation. Ich pumpe mir einen ab jetzt. Weißt du, zeigt dir mir an, der braucht Strom. Ich habe doch ein Atomkraftwerk gebaut. Ja, die suchen bestimmt noch Arbeiterqualifizierte. Okay, das kann ich. Oh, ich glaube, hier baut sich gerade mein erstes, nein, nicht Hochhaus, aber mein erstes Apartmenthaus. Was ich halt auch so ein bisschen schade finde, es gibt im Grunde genommen, das Spiel hat ja absolut kein Ziel eigentlich, ne? Wie meinst du das? Ja, dass du irgendwie jetzt auf was hinarbeitest, so Herausforderungen oder Aufträge oder sowas. Ja. Hey, weil dann hast du dein Gebiet vollgebaut und dann ist die Stadt eigentlich für den Arsch. Ist auch gerade hier ziemlich für den Arsch, ich habe da eine Straße gebaut und dann kann ich den Bahnhof jetzt nicht mehr bauen. Oh, Alter. Oh Gott, ey. Spiel ist Arbeiter manchmal echt... Arbeiter aus Kasupas besetzen lokale Stellen. Ah, der Patrick. Ey, warum passt denn der Bahnhof da jetzt nicht hin? Alter, muss ich jetzt den Zug da durchbauen oder was? Willst du mir das jetzt erzählen hier? So, was sollen wir machen? Stellen Sie mehr Jobs zur Verfügung und stellen Sie mehr Unterkünfte zur Verfügung? Aber natürlich, mache ich doch gerne. Ich bin hier der Babo. Ich habe mir gestern von YTT, die ja von YouTube sind, da diese bekannten Heinis. Aber ich kenn ich nicht. Nein? Nein, kenne ich nicht. Habe ich mir so ein Video angeguckt mit, wie heißt der? Wie heißt der Clown, den du gerade nachgemacht hast? Chabos, wissen, wer der Babo genau. ist? Genau. Ist das Farid Bang oder hier der andere Pimmellutscher oder wie heißt der? Keine Ahnung, ey. Ja, sag doch, das ist doch deine Lieblings... Ja, der ist genau mein Metier, genau. Deine Lieblings- kommen ja auch aus Frankfurt, ne? Was sind die? Ich komme ja auch aus Frankfurt, ich liebe die einfach, die sind super. Ja, siehst du mal. Machen wir richtige Bandenkriege und sowas. Genau. Ich muss mal kurz den Schnellmodus machen. So, meine Stadt wächst schon, ich habe 102 Einwohner. Ich brauche mir jetzt ein Öl, also wenn du Öl brauchst, ne? Wenn du Strom brauchst, kauf es bei mir, ich habe ein Atomkraftwerk. Was ist, oh, dann ich kaufe mal bei dir Strom hier. Ich brauche zwar keinen Strom, aber ich mach's einfach mal, ich bin mal so gütig. Ich so eine alte Pennerstadt. Wollbuck? Genau. Schöner Name. Hier fühlst du dich wohl. Guck mal, hier ist so ein Bug, Alter. Ah, ne, doch nicht. Schon gut. Ja, Wollbuck heißt er, ne? Wollbug. Genau. Hast ich kann keinen Strom kaufen. Warum? Weil keine Straßenverbindung zu deiner Stadt besteht. Oh, sind wir zu weit weg? Ich hab doch eine Straße. Komm. Ja, hier, warte mal. Hier ist auch eigentlich eine Straßenverbindung. Die geht hier so rüber und dann... Hä, normal ist doch da. Kennst du das doch. Kann ich mich hier nicht frei bewegen auf dieser Übersichtskarte eigentlich? Nee, du musst dann, doch, du musst dann die Gebiete anklicken. Warum? Ich möchte das nicht. Ah, jetzt. Nee, ist tatsächlich keine Straßenverbindung zu dir rüber. Oh Mann. Da geht ihr durch den Berg und dann links rum zum Patrick. Toll. Ja, tut mir leid. Ich hab mal Atomkraftwerk und kriegt einfach keinen Strom. Geschlossen, wir stellen neue Leute ein. Da arbeiten noch. Sind doch gerade welche mit dem Auto hingefahren. Da stehen alles Autos vor. Das sind die von der Arge. Ja, ich glaube auch. Jetzt kommen wieder Autos dahin, oder? Warte mal, da stelle ich jetzt mal. So, ich soll mir Häuser bauen, schon wieder, aber natürlich doch. Hat's jetzt gefruchtet? Abdeckung der Stromversorgung. Ach, jetzt geht's. Bäm! Gib
gibt dir gleich Frucht. Strom, 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 Strom. Alles Strom für euch, meine Freunde. Was will der zu spitzer Winkel? Ja, warum denn? Alter, manchmal ist dieses Straßensetzen auch wirklich eine Katastrophe. Ja. Juhu. Meine Leute haben jetzt Strom. Was haben sie doch auch? Sie haben doch Wasser. Warum wollen die denn Wasser? So. Die Straße ist noch nicht verbunden. Na wunderbar. So, jetzt aber. Und dann baue ich nochmal erstmal hier so ein kleines Wasserding, weil der Tier will anscheinend nicht arbeiten. Oder hat's jetzt? So, das Atomkraftwerk braucht schon so viel Wasser. Zu große Nähe zu Achso. Boah, Alter, diese Straßen setzen, ne? Das macht mich fertig, du. Das macht dich fertig? Das macht mich total fertig, ich sag dir das. Hey, warum kriegen denn jetzt die restlichen Wohnhäuser keinen Strom? Achso. Da drüben ist gar kein Wasser, krass. Das ist alles nur provisorisch, Leute. Ich werde das dann hinterher schön ausbauen. Im Offline-Modus. Nee. Nicht? Nee. Nicht? Nee. Boah, Alter, mein Gewerbegebiet, das fuckt die ganze Zeit ab. Da gehen die ganzen Geschäfte, die gehen einfach immer kaputt. Ich mache hier gerade Obermiese. Das Atomkraftwerk, das kostet doch auch ordentlich die Stunde, oder? Eben sagst du das. Alter, ich muss die Steuern auf 15% machen. Aber ich direkt mal 3 Kredite aufgenommen habe, ne? Ich nehme dir mal ein Beispiel an meiner Stadt. Ich bin kreditfrei. Wie komme ich denn da jetzt wieder raus? Scheiße. Bringt das eigentlich was? Bringt eigentlich dieses Maxis Haus hier, ne? Wie heißt das nochmal? Okay, Moment. Leute, ich muss anscheinend. Warte mal. Das war. Ja, dieses Herrenhaus, Maxis Herrenhaus, ne? Bringt das eigentlich was für die allgemeine Sicherheit oder nur für diesen Doctor Who? Nur für den. Ja, für die allgemeine Sicherheit auch. Ah, ja, okay, gut.